Herzlich willkommen in der Liebermann-Villa am Wannsee. Mein Name ist Viktoria Krieger und ich bin hier wissenschaftliche Volontärin. In den nächsten Wochen werden wir Ihnen einige Werke unserer laufenden Sonderausstellung Wir feiern Liebermann zeigen. Diese Ausstellung ist uns besonders wichtig, denn als sie letzten Oktober eröffnet wurde, feierte unser Trägerverein, die Max-Liebermann-Gesellschaft, sein 25-jähriges Bestehen. Außerdem wurde Max Liebermann vor über 100 Jahren Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Das war damals eine äußerst bedeutende kulturpolitische Position in der Weimarer Republik. Mit dieser Retrospektive hier in der Liebermann-Villa wollen wir gemeinsam mit Ihnen den einflussreichen Künstler feiern. In der Ausstellung zeigen wir eine Auswahl an Werken aus allen Phasen seines künstlerischen Schaffens, aus deutschen Museumssammlungen und Privatbesitz. Unsere Leihgeber und Leihgeberinnen haben die mehrmalige Verlängerung nun seit Oktober mitgetragen, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Wir befinden uns hier im ersten Obergeschoss der Villa, in den ehemaligen Privaträumen der Familie Liebermann. Hier in der Halle eröffnet unsere Sonderausstellung mit einer Auswahl an Selbst- und Familienbildnissen des Malers. Max Liebermann beschäftigte sich über Jahrzehnte mit seiner künstlerischen Selbstdarstellung. Er fertigte insgesamt 69 Selbstbildnisse in Öl und viele weitere Zeichnungen und Druckgrafiken. Sein erstes Selbstporträt entstand 1866 im Alter von 19 Jahren. Seitdem malte und zeichnete er sich immer wieder. Vor allem zu seinen runden Geburtstagen häuften sich die Selbstporträts, in denen er sich öffentlichkeitswirksam in Szene setzen konnte. Oft zeigte er sich gut bürgerlich adrett gekleidet im Anzug, mit Weste über dem weißen Hemd und Krawatte. Mal hält er einen Pinsel in der Hand oder sitzt vor der Staffelei beim Malen. Aber nur sehr selten präsentiert er sich tatsächlich wie ein Maler im weißen Malkittel. Das Selbstbildnis von 1913, eine Leihgabe aus dem Berliner Stadtmuseum, zeigt den 65-jährigen Künstler in grauem Anzug, mit Weste und schwarzer Krawatte. Max Liebermann hält auf diesem Ölgemälde den Pinsel in der linken Hand, was im Kontext der Zeit ungewöhnlich scheint. Da gibt es einen Hinweis darauf, dass er sein Spiegelbild malte. Da diese Tatsache mit dem Pinsel in der linken Hand später vielfach diskutiert und kritisiert wurde, fertigte er auch Selbstbildnisse mit dem Pinsel in der rechten Hand an, wofür er einen zweiten Spiegel aufstellte, um die Spiegelung der Spiegelung zu malen und sich damit seitenrichtig darzustellen. Wir freuen uns mit Ihnen, in den nächsten Wochen weitere Liebermann-Werke zu entdecken, hier in unserer Sonderausstellung Wir feiern Liebermann. Und wenn Sie noch mehr zu den Selbstbildnissen erfahren möchten, bietet sich unser Ausstellungskatalog an.